Hallo YouTube. Ah, so, wir befinden uns im Polo und ihr habt ja schon gesehen, dass der Sitz hier übel schwarz und speckig ist. Und das war ja vorher nicht. Das ist Nutzung ohne Pflege. Ja, schwarze Hosen, speckige Hosen, Lederhosen, weiß der Geier was nicht noch alles. Und das versuchen wir heute mal wegzukriegen. Ja. Was verwende ich? Ich habe Teppichreiniger gekauft, ein Konzentrat, dann meinen Neutralreiniger dazu gemischt und mit Wasser aufgefüllt. Das sind beides Konzentrate. Das hier ist eine Rundbürste für Bohrmaschinen. Die habe ich jetzt tausendmal auf YouTube gesehen bei irgendwelchen Fahrzeugaufbereitern. Ich habe mir welche gekauft und ich werde die jetzt mal testen, zur Abwechslung ohne Werbung und ohne die verkaufen zu wollen. Ob die wirklich funktionieren, ne? Man kann ja viel erzählen in Videos. Viele dieser Aufbereitungsvideos sind gefaked. Man sieht, dass diese Fahrzeuge präpariert wurden. Und ja, heute geht es um einen Sitz. Nur um den Sitz. Mal schauen, ob wir noch zum Boden kommen. Aber erstmal geht es um den Sitz. Ich habe mir einen Teppichreiniger gekauft, also einen entsprechenden Staubsauger, der auch Wasser pumpen kann, also Wasser rausspritzen kann und Wasser absaugen kann, einen sogenannten Extractor. Ja, und auch den probiere ich heute aus. Ein günstiges Produkt, was ich in einem Online-Haus relativ billig gekauft habe. Heute hat er Premiere, wir werden sehen. Eine Kaufempfehlung werde ich nicht geben, wie gesagt, wieder das mit der Werbesendung. Aber ihr findet die Dinger selbst. Er ist schwarz-grün, hat einen Glastank. Mehr sage ich dazu nicht. So, wollen wir mal gucken, dass wir da das Ganze mal ein bisschen schamponieren. So eine Pumpflasche gibt es billig. Und einstellen. Ah ja. Keine Angst, das tut denen nichts. Gerne ein bisschen die Lehne nach hinten machen. Riecht übrigens auch gut. Da versteckt sie nämlich auch immer noch ein bisschen mit Schmodder. So. Irgendwann hat man sich an so einem Auto auch satt gesehen. Vor allen Dingen, wenn es verschmutzt ist. Und mal gucken, ob wir das ändern können. So, Bohrmaschine ist eingestöpselt. Wir werden sehen. Wie gesagt, das Gemisch, wie kräftig das Konzentrat sein muss, ist offensichtlich eine Sache, die man austesten muss. Das ist Premiere. Also von daher bitte ich um Nachsicht.
Mal gucken, ob wir da einen vernünftigen Sitz wieder rauskriegen. Eingearbeitet haben wir das Ganze jetzt. Stecker wechseln. Und dieses Saugmonster einschalten. Ist jetzt sehr laut. Gibt bestimmt auch leisere, aber der ist jetzt nur mal laut. Als erstes schalten wir die Pumpe ein. Die Pumpe haut das Spülwasser raus. Klares Wasser. In der Anleitung steht, man soll das Reinigungsmittel unten in den Tank packen. Aber mache ich jetzt nicht. Ich spüle lieber klar, weil man muss sich nicht unbedingt auf Teppichreiniger setzen. Okay, schon einiges rausgekommen, finde ich. Man sieht zumindest schon mal wieder, welche Farbe diese Punkte haben. Hier vorne ist noch extrem und hier ist noch extrem. Aber ein zweiter Durchgang schadet ja nichts. Vielleicht ein bisschen einwirken lassen. Wie gesagt, Premiere, ne? Ich habe aber das Gefühl, dass ich mit dem Shampoo, mit der Konzentration ein bisschen höher gehen müsste. Wie gesagt, das macht zum Sitz nichts aus, wenn er nass wird. Wird er wieder rausgeholt. So, die Bohrmaschine nochmal. So.
lassen das mal einwirken. Vielleicht hilft das. So, wollen wir mal gucken, ob das funktioniert hat. Wie gesagt, nochmal einwirken lassen, aber ich sehe gerade in dem Bereich hier, sehe ich ernsthaft schwarz. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Einmal umstecken. Dann wollen wir mal gucken, was da passiert. Natürlich bei diesem Sitz jetzt wahnsinnig auffällig, weil er grau ist. Aber überlegt mal, wie eure schwarzen Sitze aussehen. Also in Wirklichkeit. Ne? Wenn man ganz genau hinguckt, sehen die auch nicht besser aus. Ja. Die sind halt, das ist die ganze Geschichte einfach ein bisschen unsichtbarer, aber viel anders oder viel besser wird das auch nicht aussehen. Tja, immer noch nicht schlecht. Ich glaube, da muss ich mit was Stärkerem dran. Also dieser Bereich hier ist immer noch schwarz, dieser Bereich ist immer noch übel und dieser Bereich hält sich auch nicht wirklich auf. Ich glaube, da muss ein bisschen was Kräftigeres dran. Oh, falls euch irgendwo bei Amazon mal so ein grün schwarzer Teppichreiniger angeboten wird, lasst die Finger von dem Ding. Den Motor hat es gerade zerhauen. Nicht die Bohne. Deshalb werde ich jetzt Teppichschaum nehmen. Der hier ist speziell für Fahrzeuge. Mal sehen, was das auswirkt. Extrahieren muss man den Kram ja trotzdem. Also von daher tut sich nicht viel zur anderen Methode. Auf jeden Fall ist das Wasser, was ich hier schon rausgesaugt habe, übel. Sieht nicht lecker aus. Ich zeige es nachher mal. Ja. Das werde ich jetzt mit Wasser ausspülen. Also ich werde meine Sprühflasche jetzt mit Wasser füllen, mit heißem Wasser. Und mal schauen, ob das besser wird. So, als Staubsauger nehme ich jetzt meinen normalen Industriesauger. Gott sei Dank passt der Schlauch da auch da dran. Also man sieht ja regelmäßig im Extraktor, was da rauskommt aus dem Sitz. Ein bisschen habe ich schon aufgefangen. Okay, dann geht das mal los, ne?
So, wie man jetzt hier sieht, diese Geschichten gehen nicht weg. Das könnte wohl ein Sitzbezug sein, der sich da über Jahre eingearbeitet hat. Also die Unterseite. Die sind ja manchmal so ein bisschen gepolstert, wenn das in der Sonne steht. Wird das alles nicht besser. Tja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich baue den Sitz aus und gehe da mit einem Dampfstrahler dran. Oder ich lasse den Sitz drin und gehe mit der Dampfmaschine da dran. Das sind die beiden Optionen. Testen werde ich jetzt mal das Dampfgerät. Ich glaube, schöner wird es nicht mehr. Ja, das ist das Problem mit diesen Sitzbezügen. Statt die Sitze mal sauber zu machen, werden da Sitzbezüge drüber gekleistert. Gefallen mir gar nicht, die Dinger. In dem Fall wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als da ebenfalls Sitzbezüge drüber zu knallen. Ich werde jetzt nicht den Sitz austauschen, ist geschafft. Sei denn, ich finde jetzt spontan auf dem Schrott ein Polo mit dem gleichen Sitz. Muster. Schön ist das nicht. Kannst du aber nichts gegen machen. Ja, so ist das halt. Und saugen. Und kein Strom. Wie gesagt, das Reinigungsmittel sollte man wirklich sehr gut raus extrahieren. Das funktioniert mit jedem Nass-Trockensauger. Dieses durchsichtige Teil ist im Grunde genommen nur dafür da, dass ich sehe, was da jetzt gerade rauskommt. Okay, ich denke, das löst sich hier langsam. Ganz langsam. Den lasse ich jetzt erstmal abtrocknen und gucke, wie der danach aussieht. Desinfiziert ist er definitiv. Die schwarze Sitzfläche ist weg. Man sieht die Farben wieder. Den Rest macht man mit der Rasierklinge, was jetzt da an Fäden gezogen wurde. Hier näht man mit zwei Stichen. Hier gucke ich auch, dass ich da irgendwie was hinkriege, hier oben an der Lehne. Aber letztendlich, da sind nochmal eben Leute ein- und ausgestiegen. Das bleibt nicht aus. Ne? Okay. Das war das mit diesem. Auf zum nächsten. So, und jetzt widmen wir uns dem Armaturenbrett. Die Sonne steht gerade super, um zu sehen, wie es aussieht. Bescheiden. Ja. Man sieht's, ne? Ja, das ist nicht schön. Absolut nicht schön. Jetzt kann ich mich natürlich nicht auf den Fahrersitz setzen. Also mache ich erstmal diese Hälfte hier. Auf der Beifahrerseite. Bis zur Mittelkonsole.
weil der ist noch nass. Das dauert bis morgen, denke ich, bis er trocken ist. Und dann kann ich die andere Seite machen. Aber nur mal so als Beispiel, weil es mich einfach interessiert, wie das Ergebnis ist. Die Schrauben von der Mittelkonsole muss ich jetzt erstmal hier oben rausnehmen. So. Ja. Da sieht es natürlich auch schön aus. Ich glaube, hier ist eine Matte drin. Die kann man rausnehmen, wenn ich mich nicht irre. Wenn die nicht tausendmal festgeklebt ist. Naja, ich werde es gleich sehen. Ich bereite erstmal alles vor und dann komme ich wieder. So, natürlich auf der anderen Seite vergisst. So, also das Armaturenbrett sieht wirklich sehr übel aus. Das ist offensichtlich nicht nur Staub. Das wird wohl auch Nikotin und so weiter sein. Die Frontscheibe müssen wir also, wenn wir sie nicht am besten rausschlagen, nehmen wir uns einen Neutralreiniger. Ist nicht drin, was draufsteht. Ich mische mir das Zeug mal selbst an. So, schön ordentlich einsumpfen. Ich habe extra einen weißen Mikrofaserlappen genommen, neuen. Keine Angst bei Schaltern, wie gesagt, das tut eigentlich nichts. Man soll nicht glauben, was man in Autos alles findet. An Keimen und Verschmutzung. So, Pinsel. Lüftungsdüsen nicht vergessen. Vor allen Dingen die ganzen Fugen nicht vergessen. So, Staubwischen ist wie gesagt die eine Sache. Richtig reinigen ist eine andere Geschichte. Das ist nicht nur Rauch, also man muss nicht unbedingt in einem Auto rauchen, um da üble Verschmutzungen zu erzeugen. In der Luft sind natürlich auch Schadstoffe und die legen sich auch aufs Armaturenbrett. Wie gesagt, so ein Auto kann eine ganz schöne Keimschleuder sein. So ein Fahrzeug muss man im Grunde genommen nur ein Jahr benutzen. Sonst ist der Wagen kontaminiert. Dann bildet sich schon Schimmel, wenn er länger feucht steht. Also für die Neuwagenkäufer, nach einem Jahr müsst ihr euch ein neues Auto kaufen. Und je nachdem, wo das Auto herkommt, Import, ne, waren da auch 1000 Leute drin, die das Auto aufs Schiff gefahren haben und so weiter. Ergo ist das Jahr meistens schon durch. Aufgrund wechselnder Personen, Abgase vom Schiff und so weiter und so weiter und so weiter. Ich habe in einer Neuwagenaufbereitung gearbeitet und alter Schwede, die Dinger sind teilweise echt übel dreckig. So, nicht während der Meisterschule nicht alles macht. So, jetzt haben wir ein weißes Mikrofasertuch. So. Damit wische ich das erste Mal drüber.
hat jemand in den Kommentaren gefragt, ob ich den Tornado benutze. Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja, nee, nicht wirklich. Nachbau. Der kommt jetzt gleich zum Einsatz. Sonst kriegt man den ganzen Mist nämlich aus den Lüftungsdüsen nicht raus. Schon eine andere Geschichte als vorher. Jetzt kann man Silikonspray nehmen, ne? Es gibt aber noch ein anderes Mittel, ein sehr altbewährtes, das hat mein Vater schon benutzt. Ja, ist ordentlich dreckig gewesen. Wie gesagt, das hat mein Vater schon benutzt. Ist also steinalt, braucht eigentlich keine Werbung. Das kennt auch eigentlich jeder. Fängt mit Amor an, ne? Gibt sicher noch andere Produkte. Aber so eine Kindheitserinnerung bleibt halt hängen, ne? So, jetzt hole ich mal diesen Fake-Wirbelreiniger. Wie gesagt, die Scheibe muss sowieso sauber gemacht werden, tiefengereinigt werden. Funktioniert einwandfrei. Muss jetzt jeder selber wissen, welchen er kauft. Ne? Letztendlich ist das ziemlich egal. Ja. Abtrocknen. Wie gesagt, das Fahrzeug muss sowieso austrocknen. Wegen der Sitze. Also von daher bleibt er am besten geschützt stehen mit halb offenen Fenstern. Und weil das Handtuch natürlich ein bisschen fusselt, schalten wir die Zugabe von Wasser jetzt ab bei dem Gerät. Wie gesagt, das muss man jetzt nicht alle 5 Minuten machen oder sowas in der Richtung, das ist Quatsch. Aber ne, aufs Armaturenbrett kommt jetzt Pflegemittel. Hier vorne kann ich so benutzen. Für den Innenraum ist die Geschichte gar nicht mal so schlecht. Mit einem feuchten Lappen wird es auch nicht zu dick.
So. Jetzt nochmal kurz mit der anderen Seite ein bisschen nachpolieren. So. Wie gesagt, glänzt nicht so wahnsinnig. Ähnlich wie das Silikonspray. Ich meine, ich habe es jetzt gerade da gehabt. Ich benutze das jetzt noch, bis es leer ist. Und dann ist auch gut. Hm? Lag, glaube ich, mal in irgendeinem Auto, was wir gekriegt haben. So, jetzt trocknet das Ganze ab. Und wie man sieht, sauber. Wie gesagt, an so einem Auto sieht man sich irgendwann auch satt, das verstehe ich auch. Weil es einfach ungepflegt ist, weil man es einfach nur benutzt. Man sich vorm Winter und vorm Sommer. Das ist bei mir immer so eine Geschichte in Bezug auf die Reifenwechsel. Gut, bei unserem brauchen wir jetzt keine Reifen mehr wechseln. Wir sind auch oft so auf der A2 und A1 gut durchgekommen während der Schneekatastrophe, während die Elektroautofahrer alle vor den Raststätten standen und nicht reingekommen sind, weil die LKWs davor standen. Wir sind durchgekommen. Ja, mit dem bösen Diesel. Das ist ganz schön unbequem, so ein Ablasshandel mittels Elektroauto. 18 Stunden im Stau und kein Strom in Sicht. Weil man nicht auf die Raststätten kommt, weil die LKWs bis draußen stehen. Selbst wir sind mit dem Land Rover nicht auf die Tankstelle gekommen. Ich hätte zu gerne einen Happen zu essen gehabt. Und ich bin durch die Schneewehen nicht mal durchgekommen. Die waren höher als der Kühlergrill. Das ist Schneeverwehung. Daneben direkt ein LKW. Direkt in der Ausfahrt geparkt. Ihr werdet an die Ladesäulen nicht mal in die Nähe gekommen. Ja. Mal gucken, ob ich die Videos noch irgendwo finde. Ich habe Videos gemacht währenddessen. Und nee, das kannst du mal vergessen. In so ein Ding kriegt mich keiner rein. Vor allen Dingen nicht im Winter. So, jetzt ist er wieder hübsch. Denke ich. Denke schon. So kann man es wieder aushalten in dem Auto. Moment, ich schnapp euch mal hier weg. So. So kann man es doch wieder aushalten. Wie gesagt, ist kein Neuwagen. Das muss man ein bisschen abtrocknen. Dann ging sie zu da drüben. Sieht hier aus wie neu. Okay. Jetzt mache ich das Video mal fertig und dann geht's los.